So, liebe Freunde des gepflegten Simulator-Fluges, willkommen zurück wieder mal zu einem neuen Tutorial. Und zwar nehmen wir uns heute die ATR 72600 vor und wir machen hier ein Quick-Basic-Tutorial, ein Anfänger-Tutorial-Flug von Bergen nach Oslo, Gardermoen. Und ja, wir werden das Ganze möglichst einfach halten, haben unseren Flug in Simbrief geplant und können uns den sonst hier gleich mal reinziehen in Volanta. Sehen, wir haben ziemlich schlechtes Wetter. Es könnte interessant werden und haben eine knappe Stunde Airtime hier von Bergen nach Oslo. Wir sind als Skandinavien unterwegs und stehen hier Golden Dark auf dem Vorfeld. Das Boarding läuft und dann würde ich sagen, wir switchen nachher gleich ins Cockpit, wie gesagt, hier in Simbrief geplant den Flug. Und den werden wir uns hier gleich direkt reinziehen. So, Golden Dark hier stehen wir. Vielleicht ganz kurz eine Übersicht übers Cockpit. Hier haben wir die Primary Flight Display, Navigation Display, dann ein Engine Information oder Multi Information Display. Das gleiche für den Co-Piloten, dann die Autopilot Section, dann hier im die beiden FMCs, der Throttle Quadrant und hier unten haben wir noch Bedienelemente für die Displays und hier für die Radios. Overhead. Ja, eigentlich auch nichts Wildes, sage ich jetzt mal. Kann ja auch gut von oben links nach unten rechts sich durcharbeiten, werden wir dann nachher im Flug sehen. Gut, wir haben hier noch ein Tablet drin im Flieger, können hier verschiedene Einstellungen machen. Erstmal das ganze Ground Handling kann man natürlich über das Tablet bedienen und Aircraft Status, die man direkt laden kann. Hat eine kleine Maintenance Section, wo wir die Oxygen Supplies für die Masken nachfüllen und austauschen können. Fire Protection und die Brake Temperature kann man hier noch resetten. Dann hier hinten noch so ein paar Grundeinstellungen, was Maße, Einheiten und so weiter betrifft. Und hier auf der zweiten Seite haben wir dann noch unser Throttle Setup und können hier noch etwas an der Helligkeit und an der Skalierung des Tablets drehen. So, dann haben wir hier eine Flight Plan Section, wo wir direkt von Simbrief den Flugplan importieren können. Das machen wir hier auch. Kriegen wir auch die Meters angezeigt. Sämtliche Informationen hier eigentlich griffbereit. Gut, dann haben wir hier Buttons, wo wir direkt den Flugplan, Fuel, Payload und so weiter in den Flieger setzen können. Hier haben wir noch mal eine ausführlichere Payload-Section, wo auch die ganzen Speeds und so weiter drauf sind. Unsere Performance-Seite und das war's dann auch schon etwa, oder das war's
Bezüglich Tablet. Gut, wir werden uns heute ein bisschen hier an die integrierte Checkliste halten und schauen, dass wir hier den Flieger sicher von A nach B, von Bergen nach Oslo kriegen. Gut, wir gehen nochmal kurz in die Aircraft Section und connecten uns hier noch die Ground Power. Ist leider nicht simuliert, also man sieht sie nicht. Und wechseln dann direkt ins Overhead und machen hier den Battery Master Switch on und dann hören wir auch schon, wie der Flieger anfängt hochzufahren. Wir sehen hier weiter, dass die External Power verfügbar ist und die connecten wir uns auch direkt. So, dann fahren uns hier die Displays hoch, die FMCs und die ganzen Lüfter und Rechner. Und wir gehen jetzt gleich mal als erstes hier ins FMS rein. Und zwar, wir können jetzt entweder den Flugplan hier über das Ident-Feld laden, wenn ihr euch mit dem SIM-Brief-Downloader jeweils die Datei runterladet ins Updata-Verzeichnis. Oder wir können jetzt eben auch hier hingehen und sagen Set Flight Plan. Dann haben wir das schwuppdiwupp hier direkt im FMC drin. Ihr könnt natürlich auch die Wegpunkte alle von Hand eingeben, aber die Mühe machen wir uns heute mal nicht. Gut, dann sind die Displays hier jetzt hochgefahren und dann sehen wir hier die Cockpit Preparation 1 und 2. Übrigens hier die Bedienung kann über die Displays erfolgen mit diesen Klickspots, die sind hier beschrieben. Kann man sich das ansehen, wie das funktioniert. ihr seht das jetzt eigentlich hier gleich, eben hier unten können wir auswählen. Die Cockpit Preparation 1 von 2, Electronic Procedure Database und so weiter. Das ist bei uns alles okay. Wir bestätigen das und kommen dann direkt in die Cockpit Preparation 2 von 2. Parking Brake ist der Hebel hier, der ist gesetzt. Okay, die Altimeters schauen wir mal kurz. Hier in Navigraph laden uns den Plan hier noch rein. Können wir hier gleich das Wetter fragen? Also der QNH ist 1003. Der Regler ist hier hinten, 1003. Also das ist doch irgendwie ein Bug hier, das habe ich doch das letzte Mal irgendwie schon festgestellt. Und 003, irgendwo haben wir MDA and Decision High. Jetzt nehmen wir mal den Sync da raus. Schauen, ob wir das jetzt eingestellt kriegen. Nee. Was
Das ist irgendwie ist das verwackt. Geht irgendwie hier nur auf der Pilotenseite. Gut, wir machen hier den Sync wieder rein. Müssen wir uns nicht um den kümmern. So, die Altimeter sind gesetzt. Landing Elevation lassen wir auf Auto. Dann FMS Com Nav. Machen wir hier eigentlich weiter im FMC. Gehen nochmal zum Init. Wir müssen die Gewichte noch initialisieren. Das kann ich jetzt auch entweder dort direkt eingeben oder hier direkt die Fuel und die Payload irgendwie nicht, hä? Müssen wir das halt hier machen. Das ist eigentlich ähnlich wie bei der CRJ. Ich kann hier über das Zero Fuel Weight beladen oder direkt hier mit Passengers und Cargo. Wir machen das über Zero Fuel Weight, gehen hier auf Start Loading. Und dann müsste das jetzt genau hier so beladen sein. Wir kontrollieren das nochmal. 2,1 Block, das kommt ganz gut hin. Zero Fuel Weight 17,3 und Take Off Weight 183. Den Trim kann man sich hier auch direkt noch setzen, wenn man das möchte. Machen wir jetzt nicht. Ich möchte nachher den schönen Alarm hören, wenn man die Trimmung einstellt. So. Also Gewicht haben wir, dann müssen wir mal schauen, wo wir starten. Auf der 17 habe ich hier gelesen. Genau, die 17 nehmen wir mit der GoCap Charlie. Für die Arrival können wir hier auf den Flughafen klicken in der Flight Plan Page. Dann nehmen wir hier die 17 und die Goka 2 Charlie, executen das und dann sehen wir hier, hat er uns die Departure sauber eingetragen. Wir kontrollieren mal, ob es nicht noch eine Discontinuity hat. Das hat es nicht, das passt. Wir schauen die Departure mal hier noch kurz an. Initial ist 6000. Speed Restriction da 250. Left, left und dann hier weiter an Ospas und dann geht's nach GoCap. Und 7 müssen wir dann hier runter wechseln. Gut. Dann können wir eigentlich direkt in die Performance rein. Unser Transition ist 7000. Unsere V-Speeds
Dann unsere Cruise Altitude, das haben wir denn heute, ist 190. Rossinit sollten wir vielleicht mal noch machen. Gedacht, wir haben da noch was vergessen. Gewicht, Performance, Flight Plan, Init. Sieht gut aus. Also FMS haben wir, dann COM. Blenden wir hier mal den Yoke aus. COM könnt ihr euch hier über diese COM-Taste holen und auch die Eingaben in diesen Feldern hier oben werden auf dieser kleinen Tastatur gemacht. Wir nehmen jetzt mal die Unicom-Frequenz, obwohl wir nicht auf Watzim fliegen. Hier haben wir noch die ganzen NAV-Einstellungen, dann haben wir noch unseren Quok auch hier unten einstellen, 1000 Enter aktivieren wir und das lassen wir auf Auto, das TCAS. So, dann würde ich sagen, FMS COM-NAV ist gecheckt, Fuel Quantity ist gecheckt, Engine Fuel Used, das seht ihr hier, das poppt gleich auf. Reset Fuel Used. Memo Panel ist gecheckt und Power Management steht auf Takeoff. So, Cockpit Preparation Checklist 2 von 2 erledigt. Dann kommen wir bereits hier zur Before Propeller Rotation Checklist und bevor wir das eigentlich machen, wechseln wir in den sogenannten Hotel-Mode. Der Flieger hat keine APU. Wir können aber hier die rechte Engine als Generator am Boden quasi missbrauchen, ohne dass der Propeller sich dreht. Der sogenannte Hotel-Mode und den starten wir auch. Und was wir jetzt noch machen müssen, das ist auch wichtig, hier die richtige Config laden für die ATR, so kalibriert wie ich das in meinem anderen Video gezeigt habe mit dieser Belegung. Sonst funktioniert das hier nämlich mit diesen Condition Level Lever nicht. Aber jetzt sieht das gut aus. So, wir starten hier die Hydraulic Auxiliary Pump. Die läuft für 40 Sekunden und bringt uns Hydraulikdruck. Die brauchen wir, dass wir hier die Prop Brake aktivieren können. Und das machen wir jetzt hier. Wir starten die und sehen hier oben, die Prop Brake geht auf Ready. Wir switchen den Guard weg und schalten auf On. Machen den Guard wieder zu und die Prop Brake ist aktiviert. Dann prinzipiell ist es ein bisschen wie beim Airbus, alles was weiß leuchtet,
kann man einschalten. Wir schalten jetzt hier zuerst die Fuel Pump ein und gehen hier mit dem Startselektor auf Start A und B. Das macht man so beim ersten Start am Tag und nachher wird dann geraden und dann ungeraden Flügen A und B immer Tagen abgewechselt. Dass so quasi beide Systeme immer gebraucht werden und auch entsprechend abgenutzt und jeweils auch getestet werden. So. Gut, dann sind wir hier eigentlich ready für den Start. Wir starten hier die rechte Engine. Gucken uns hier die NH an, die sollte racen. Was tut sie, wenn wir hier etwa bei 17% sind, geht der rechte Condition Lever in die Feather Position. Und dann dreht die Turbine hoch. Wir können mal kurz schauen, wir hören, wie sie hochfährt, aber der Propeller bleibt stehen. Hinten sehen wir noch den Heli. Übrigens die Erde-Preset-Szenerie hier, die wir am Start haben. Und ja, die ist ganz hübsch gemacht. Und eben diese Hubschrauber, die gehören auch dazu. So, CDLS ist on, dann FMS und Takeoff-Data switcht hier. Wird uns gleich angezeigt, bestätigen wir. Dann die Trimmung haben wir gesagt 1,6 ab, wird uns hier angezeigt mit diesem Magenta Einbuchtung. Jetzt müssen wir hier die Trimmung einstellen, die macht so ein schönes Geräusch, genau 1,6, so. Trimmung ist gesetzt, dann der Tailprop, das ist hier hinten dieses kleine Stummelschwändchen hier, das beim Boarding, wenn hier viele Leute hinten einstehen, der Schwerpunkt ziemlich weit hinten ist, der Flieger nicht hinten rauskippt, den können wir jetzt reinnehmen, die Doors gehen zu. Die Ground Power, die können wir eigentlich abschalten. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt den Hotel-Mode am Laufen. Können wir die auch disconnecten und die Jocks. Die lassen wir mal noch kurz dran. Gut, dann gehen wir hier nochmal ins Overhead und schalten jetzt alles ein, was hier weiß aufleuchtet. Ganzen Heaters, Oxygen Supply. Dann gehen die Seatbelts on, die Emergencies gehen on, unser Beacon geht on, unsere Navlights gehen on, unsere Logo Lights gehen on. Und dann sind wir eigentlich ready für den Engine Start. Pushback brauchen wir heute nicht, wir werden hier raustexeln. Das heißt, wir können die Jokes tatsächlich wegnehmen. Tailprop Doors, Seatbelts, Beacon. Check before propeller rotation checklist completed. So, dann können wir den Hobel anlassen. Aktivieren hier noch die Master Warning. Was haben wir noch vergessen? Machen hier noch kurz den
Annunciator Light Test. Noch kurz die Infire Test. Inscript Test. So. Dann aktivieren wir jetzt hier noch mal die Auxiliary Hydraulic Pump und nehmen jetzt hier als erstes die Prop Brake raus und der Propeller fängt hier damit an zu drehen und wir gehen jetzt mit dem Condition Lever in die Auto Position. Und sehen, dass jetzt hier die IDT und die Prop Drehzahl hochkommt. Low Pitch ist klar, die Meldung. So, dann starten wir die linke Engine. Gehen dazu hier auf den Startknopf und warten hier wieder, bis die NH etwa bei 17% ist. Und dann geht hier unten der Condition Lever in die Feather Position. So, sobald sich hier auch die ITT und die NP stabilisiert hat, gehen wir auch in die Auto Position. So, das sieht doch gut aus. Engines laufen. Wir gehen hier wieder in die Off-Position und machen hier die Before Taxi. Checklist, FS Warning System ist clear. Cockpit Com Hatch ist closed. Das ist hier hinten dieses kleine Türchen. Und das nicht vergisst. So, Condition Level 1, 2 sind auf Auto. NTIs brauchen wir heute nicht. TRU geht on. NT Test performt. Dann die Flaps gehen auf 15. Flaps sind set. Und das Nose Wheel Steering ist on.
Gut, unsere Fluchmodi müssen wir noch schnell armen. Wir haben gesagt, wir steigen auf 6000. Das drehen wir uns ein. 6000. Dann werden wir zuerst im Heading Mode sein und dann gehen wir in den Nav Mode und starten mit dem IAS Mode und dann gehen wir in den VNAV IAS. So, hier würde ich mal auf Auto gehen von den Takeoff. Die Speed mit den Einstellungen hier im FMC vorgegeben wird. Genau, unsere V-Speeds, 104 Knoten sollten wir rotieren. Gut, dann würde ich sagen, die Taxi Lights gehen noch on und dann lösen wir die Parking Brake und häckseln mal los. So, machen wir den Brake Check. Taxi Checklist, Taxi and Takeoff Lights sind on. Brake sind gecheckt. FME Theo Config Test. Ist der Hebel da unten? Wenn da kein Alarm kommt, ist alles gut. So, Taxi Checklist completed before takeoff. So, Takeoff Briefing. Schauen wir noch mal. Runway Heading dann hier bei ungut geht's nach links, wieder nach links. Hier die Speed Restriction. Und sagen, Takeoff Briefing ist performed. Der Gastlock, das ist noch wichtig, das ist der gelbe Hebel hier. Der geht raus, sonst könnt ihr nicht steuern. Dann die Flight Controls. Wir müssen auf unser Taxi schauen.
rather left, rather right, pull up, pull down, to the left, to the right. Flight controls gecheckt. ICAS läuft. Boost as required, brauchen wir heute nicht. Airflow ist normal. Cabin crew ist advised. Engine bleed as required. External lights in on. Rope geht on. Bilateral Flight Director haben wir auch, aber Cam brauchen wir nicht. So, wir taxen hier ganz runter zur letzten Intersection. Sobald wir Rotationsspeed haben, heben wir die Nase an, bis der Flieger abhebt und steigen dann etwa mit 10 Grad Pitch. Das Gefühl, wir kleben hier am Boden. So, hier rollen wir drauf. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier mit der Szenerie nicht. Da habe ich noch die Freeware-Bergen auch noch drin. So, also dann sind wir eigentlich fully ready. Ja, geben wir hier mal ein bisschen Schub, schauen, ob die Engines stable sind. Das sind sie, und dann schieben wir hier beide Thrust Lever in diese Notch, in diese weiße Markierung rein. Genau, Takeoff Thrust is set. Wir releasen die Brakes. Geben ein bisschen Druck aufs Bugfahrrad, schauen, dass der Flieger gerade bleibt. Airspeed ist alive. 100 Knots. V1, wir lassen los und der Flieger hebt quasi von selber ab. Gear geht ab. Flaps gehen ab. So, wir haben 1000 passiert.
Ja, Tempo geht an, der Autopilot geht an. Auf der Takeoff Checklist, Landing Gear ist ab, Flaps sind ab, Power Management geht auf Climb. Und dann sehen wir hier, geht unser Speed jetzt auf 170 rauf und der Flieger beschleunigt jetzt erst auf diese 170 und geht erst dann wieder in den Steigflug. Das wird unsere Climb-Geschwindigkeit bleiben, diese 170. Also Power Management ist auf Climb, Engine bleibt ist okay und die Altimeters, die lassen wir noch, wir haben die Transition noch nicht passiert. Takeoff Lights gehen off. So, wir climben hier und ich sage, wir climben gleich weiter auf unsere Reiseflughöhe 190. Und gehen noch hier in den Wiener. Vernimmt er das nicht? Wieso nimmt er denn das WINAV nicht? Habe ich irgendwas vergessen? Also die Altimeters gehen auf Standard. Und hier haben wir das WINAV rein. Nein, das ist eigentlich okay. Gut, wir bleiben im EIS-Mode. Und dann würde ich sagen, sind wir hier gemütlich aus Bergen rausgekommen. Aber dass der mir hier nicht in den WINAV geht, das fuchst mich jetzt schon irgendwie. Vielleicht ist das jetzt auch wieder ein neuer Bug mit der letzten Version, die ist erst gerade vor kurzem rausgekommen. Autopilot, Yaw Damper nochmal off, Autopilot on. Na, irgendwie nicht, hä? Egal, dann fliegen wir mit dem EIS-Mode weiter. Sofern nicht so dramatisch. Wir haben jetzt hier keine Höhenrestriction. Dafür eine wunderbare Aussicht.
So, wir haben 10.000 Fuß passiert. Lights gehen off und wir schnallen mal die Passengers ab, dass die uns da nicht auf die Sitze machen. Ich denke mal nicht, dass hier noch gröber was passiert. Die Meter in Gardermoon, also dort regnet es. 7 Knoten Wind. Schauer und Gewitter haben wir auch noch. Cumulus auf 2,5. Das heißt, wir schalten uns hier das Wetterradar mal ein. Hoffen, dass wir etwas sehen. Zoomen könnt ihr hier zum Beispiel auch mit hier unten und oben hinklicken. Ziemlich easy. WX ist on hier, hä? Ist voll offen. Mal schauen, ob wir da was sehen. Ist die ATR ganz klar keine Rakete, die steigt jetzt hier gemütlich mit etwas über 1000 Fuß. Gleich auf 13.000, also kein Vergleich mit einem Airbus oder mit einer Boeing. Das ist einiges langsamer, das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf halten. So, gleich 14.000. Hier immer noch in unserer Departure. Passieren hier gleich Ekrell. Sehen wir auch noch hier so einen Texturenbug, sehe ich gerade. So, wir können ja sonst schon mal die Arrival für Oslo angucken. Der sagt hier 01 left. One left. Dann man machen Adobe 3 Lima. Dann machen wir den ILS Approach. Ich glaube, das kommt gut. Hä? Den nehmen wir. So, dann programmieren wir uns das doch gleich. Gehen hier nochmal in den Flugplan und dann hier auf Gardermoon. Und nehmen die 01 left.
Adopitrilime, was war's? Ja, Trilime. Was haben wir für eine Vaia? Valpu Execute. Haben wir hier eine Discontinuity? Löschen wir raus. Executen. Ah, da sehen wir Wetter. Sieht gut aus, die Arrival. Von 6-0, hier sehen wir unseren Top of Climb auf uns zukommen. Temperature minus 17. Sehen wir ein bisschen Wetter. So, noch knapp 800 Fuß, dann sind wir auf unserer Reiseflughöhe. Hold. Dann gehen wir hier mit dem Power Management gehen wir auf Cruise. Hier der Speed geht hoch. Dann sind wir hier erfolgreich auf unserer Reiseflughöhe angekommen. Dann würde ich doch sagen, genießen wir hier die Aussicht ein bisschen und sind dann kurz vor TOD wieder zurück im Cockpit.
So, da sind wir wieder. Ui, das sieht ja schon richtig schlecht aus, das Wetter. TOD 51 nautische Meilen. Ich glaube, das wird spannend. Wir können uns mal noch das ILS einstellen für Oslo. Da haben wir 110,3 und der Kurs ist 0,12. 110,3. 110,3. Und den Kurs einstellen, gehen wir hier kurz in den Heading Mode, dann gehen wir hier auf ILS 1, dann sehen wir hier den Kurs. Wir können uns das noch ein bisschen größer machen und dann drehen wir uns hier über den Kurshebel die 0,12 ein. 0,12. So. Dann gehen wir hier wieder zurück und gehen wieder in den Nav-Mode. So, jetzt versuchen wir hier nochmal VNAV. Wieso ist denn der hier gestiegen? Hier vorne sehen wir unseren TOD. Das sieht richtig schlecht aus. Initial werden wir dann hier mal auf die 100 sinken. Übrigens, den Thrust Lever, den müsst ihr erst jetzt dann im Descent wieder anfassen, dass wir nicht in den Overspeed kommen. Ansonsten bleibt der vom Takeoff bis zum Descent in der Notch. Dies noch als kleine Randnotiz. Wir können hier mal noch das Minimum eindrehen. Das wäre Cut 2, 109, Position High, Radio. Meilen.
haben hier bei Golf Mike 402 die 700, auf denen bleiben wir dann eigentlich bis hier Golf Mike 455 und dann geht es runter hier auf 5000 Walpu, kommen wir von da und Einflughöhe ist dann 3500 Fuß. Das sieht aber übel aus, das Wetter. Machen wir doch mal noch das Anti-Eis an. Interessanterweise hier direkt über dem Flughafen sehen wir nichts wettermäßig. Wenn wir hier gucken, sieht das nicht so schön aus. Ja, wir hören den Regen. Gehen wir hier noch in die Performance, Approach Performance Transition ist 7000. QNH ist 1005. Anfluggeschwindigkeit 101 Knoten. Wind, das Wind aber hinten und vorne nicht. Klaus Gatterit Broken, leichter Regen, 0108 Knoten, also 0108 Knoten und 0 Gusting. So. Die Approach Performance auch. Auch mal schön, wieder mal schlechtes Wetter.
So, da vorne kommt unser POD. Wie gesagt, wir sinken als erstes auf 100. Drehen uns das hier mal ein. So. Jetzt kommt da immer mehr. So, da sehen wir den TOD gleich nach Adopi. Dann versuchen wir jetzt hier nochmal unseren VNAV-Mode zu aktivieren. Und zwar jetzt. Jetzt hat er den Wiener Pfad geahnt. Wir sehen ihn hier auch. Das hat jetzt geklappt. So, und jetzt gehen wir in den Descent. Der Speed geht jetzt wieder rauf. Hier die Descent Checklist, Warning System ist cleared, Landing Elevation ist auf Auto, FMFs, NAV Performance haben wir, Decision High haben wir, Arrival Briefing gucken wir noch mal rein, was haben wir denn für ein Missed Approach? Blind on track to 5000, expect vectors to Oslo. Also ran wir heading auf 5000. Und hier die Arrival, die haben wir bereits angeschaut mit diesen Restrictions. Würde ich sagen, Arrival Briefing completed, Descent Checklist completed. Approach Briefing müssen wir hier aufpassen, werden wir zu schnell. Nehmen hier mal ein bisschen Schub raus. Wird langsam ein bisschen bumpy hier, Temperatur kommt hoch, Anti-Ice geht off. Würde ich sagen, schnallen wir die Passengers wieder an. Du, das könnte eine üble Landung werden, bei der sich das gab eine gute Übung. So, die Seatbelts haben wir bereits.
17.500. Ein bisschen Schub raus. U2 Zero. Ja, das sieht jetzt nicht so toll aus da vorne, aber da müssen wir jetzt, glaube ich, einfach durch. Gleich sind wir auf 10.000. Wir machen die Ropes on, die Lights gehen on. Jetzt leveln wir hier auf den 100. Bleiben wir hier auf den 100. Das Eis, was? Eis, shit. Ach du Scheiße.
Wir müssen mal kurz alles entdeisen. Habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, Eis im MSFS. So, wir sinken nachher auf 5000. Perspektive, wir können gleich runter auf 3,5. Ich habe das Gefühl, das Eis wird nicht weniger. Chillheater. Hier kann Wing Anti-Eis. Airframe. So, wir sind ja immer noch auf den 100. Da geht's dann runter. Ganz hässliches Wetter. So, Landing Light. Haben wir Altimeters? Müssen wir noch warten, bis wir die Transition passieren? Hier noch ein bisschen dicht machen. So, hier nach Golf Mike 455 sollten wir dann eigentlich weiter sinken. Das tut er auch. So, QNH 1005 1005 8600. Altimeters sind set und Cabin Altitude
Okay. Interessant, dass wir immer noch Eis haben bei Plus-Temperaturen. Ich habe das Gefühl, es wird weniger. Anti-Eis geht auf. Vielleicht bei 5000. Nehmen noch mal ein bisschen Schub raus. Wir sind jetzt ja nicht im Endanflug. Dann geht unser Gear down. Ja, jetzt ein bisschen sportlich. Altitude Alert 3500. Wir sehen immer noch nichts. Warten jetzt, bis wir hier Richtung Landebahn drehen, nach links. Und dann werden wir hier in den ILS-Mode wechseln.
So, wir gehen hier auf das ILS. Wir sehen hier das ILS und aktivieren den Ouch, den Localizer hat er bereits. Das sehen wir hier in der Mitte, hier sehen wir den Glideslope. So, Flaps 15, der Glideslope. Recaptured. Der Localizer auch. Before landing, Cabin Crew, Landing Gear is down, Flaps sind gecheckt, Power Management geht auf Takeoff, Icing ist off und die External Lights sind on. Flaps full. Das wird eine üble Geschichte. Wir haben doch ziemlich heftig Wind. 24 Knoten. Hier ein bisschen unter dem Slope, wieso auch immer. Ich glaube, wir übernehmen, wir sind hier ziemlich viel unter dem Glideslope, gefällt mir gar nicht.
ist die Runway? Continue. So, das war aber ein schöner Ritt, du. Das war aber ein schöner Ritt. Stand by. Flight controls locken wir auf Apps in Zero. Trimmung ist auch okay. Landing strobe lights, anti ice, probe heater. Und der TAU geht auch auf. Jetzt müssen wir kurz schauen. Wir bestellen uns hier gleich auf diesen Stand 7. So, Parking Brake. Logo Lights, Taxi Lights. So.
Bleiben wir schon gehen auf und dann gehen wir hier mit dem Condition Level 1 in die Feder Position und dann Start off. Parking Brake haben wir, dann geht der Condition Lever 2 geht auch in die Feather Position. Wir setzen die Jocks und die Gun Power, connecten die und gehen mit dem Condition Lever rechts auch auf. Rechtes Triebwerk fährt auch runter. Dann geht der Transponder geht auf Standby. Gelpop geht raus. Beide Türen gehen auf. Die Bells geht auf Nav, geht auf Seatbelts, geht auf die Emergency, gehen auf die, gehen auf die, geht auf die, gehen auf. So. Welcome to Gardamon. The boarding requested. Wissen wir das die Boarding und dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende von diesem Tutorial. Ich hoffe, der eine oder andere kann es benutzen, damit er mit dem Hobel gescheit von A nach B kommt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten natürlich auch Like und Abo immer gerne gesehen und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dann auch wieder mit dabei. Danke, ciao zusammen.